Herzlich willkommen zu Amatas Erfolgspodcast. Erfüllt und frei leben. Amata Bayerl hat den Weg gemacht von der Nonne zur erfolgreichen Unternehmerin auf Weltreise und zeigt dir, wie du auf der Grundlage von Werten, Freiheit, Fülle und wahren Reichtum dauerhaft in dein Leben ziehen kannst. Ohne Plackerei und ohne Verlust der Eigenständigkeit. Schön, dass du dabei bist. Auswandern nach Paraguay, diese Frage scheinen sich derzeit doch einige Menschen zu stellen. Wir sind ja jetzt vor 2 Wochen hier angekommen und ich mag dieser Frage gerne mal nachgehen, heute in 3 Punkten. Zum einen paar Infos noch über Paraguay, zum anderen warum ist Paraguay ein Land, wo viele Menschen sagen, ja, da möchte ich hin, da gehe ich hin, was führt Menschen dazu, hierher zu kommen, und das dritte natürlich, was braucht's, um nach Paraguay auszuwandern. Also zunächst mal ist ja Paraguay ein Land, das bei mir überhaupt nicht auf dem Plan stand. Es ist übrigens auch eines der ärmsten Länder in Südamerika. Von daher auch sehr günstig und die Preise sind tief, was das Allgemeine betrifft. Alles, was importiert wird, denn ich habe, glaube ich, schon angedeutet, es gibt hier tatsächlich alles, das ist auch hier relativ teuer, denn da kommen ganz hohe Zollabgaben mit drauf. Löhne sind sehr, sehr niedrig, deswegen schon jetzt, wenn sich jemand Gedanken machen sollte, nach Paraguay auszuwandern, es macht Sinn, etwas zu haben, wo man online arbeitet oder sich ein residuales Einkommen aufgebaut hat, weil hier Arbeit zu finden ist eine Herausforderung. Vor allem deswegen, weil es ein Gesetz gibt, bei gleicher Qualifikation erst die Paraguayaner und dann andere Menschen. Und noch dazu sind die Löhne so tief, das heißt, von daher ist ein ausländisches Einkommen sehr, sehr hilfreich. Ja, hier wird Spanisch gesprochen, beziehungsweise, das ist Amtssprache, 90% der Menschen sprechen auch Spanisch, aber Guarani, ich weiß jetzt nicht, egal, ob ich es richtig ausspreche, sprechen 95% der Menschen. Es gibt über 19 indigene Stämme, habe ich gelesen. Und es ist hier auch der höchste Anteil an indigener Sprache in ganz Lateinamerika. Es wird hier kaum Englisch gesprochen. Also wenn du hierher kommst, mit Google Übersetzer geht vieles, mit Hand und Fuß und mit Augenkontakt geht auch vieles. Aber Englisch ist etwas, was es hier nicht so gibt. Paraguay ist ja über 400.000 Quadratkilometer groß, 7,3 Millionen Menschen leben hier, 95% oder 96% sind übrigens Christen. Ich habe mal ein paar Stichpunkte gemacht, damit ich auch nichts vergesse. Paraguay gilt als das glücklichste Land der Welt. Nach einer Gallup-Studie haben sie sogar das festgestellt, glaube ich, 3 Jahre hintereinander und politisch sehr, sehr stabil. Es gibt auch keine Naturkatastrophen hier. Es ist ein Binnenland, also kein Meereszugang, aber ein Land mit ganz, ganz viel Wasser. 99% der erzeugten Energie kommt aus der Wasserkraft hier aus Paraguay. Landwirtschaft trägt zu 31% vom Bruttoinlandsprodukt bei und es liegt ja auf der Südhalbkugel. Und deshalb hat man so im Januar, Februar diese ganz heiße Zeit, den Sommer sozusagen. Und im Juni, Juli ist hier Winter. Wir haben ja derzeit 38 Grad gehabt jetzt, aber durchschnittliche Wintertemperaturen so bei 22 Grad. Es ist subtropisches Klima, das heißt auch Luftfeuchtigkeit circa 70%. Und das ist auch etwas, an das man sich gewöhnen darf. Von der Landschaft her, von den Blumen, von den Bäumen, vielleicht habt ihr es in einem Photoshop gesehen, es blüht ganz, ganz viel, auch jetzt gerade im Winter. Es gibt über 700 Vogelarten und was hier auch viel ist, die Flagge von Paraguay wird ganz häufig gezeigt. Und die ist ja rot-weiß-blau und das Rot steht für Gerechtigkeit, das Weiß für den Frieden
und Blau für die Freiheit. Was habe ich noch aufgeschrieben? Ja, 5-7% der paraguayanischen Bevölkerung sind tatsächlich Deutsche, deutscher Herkunft. Und deswegen spricht man hier auch an ganz vielen Orten auch Deutsch. Was vor allem aber auffällt, ist hier, dass du, egal ob du Spanisch sprichst, ob du Guarani sprichst, das ist natürlich schön, aber du kriegst immer ein Lächeln geschenkt von den Menschen. Die sind unglaublich freundlich. Aber jetzt zu dieser zweiten Frage, was führt einen Menschen überhaupt dazu, nach Paraguay auszuwandern oder sich zu überlegen, ob das das Land wäre? Was spricht für Paraguay? Und wir haben uns jetzt mit einigen Menschen unterhalten, die kürze oder längere Zeit schon hier sind. Und bei einigen ist es wirklich als allererstes die Steuer gewesen. Steuer, deswegen, also sie haben sich entschieden für dieses Land, weil hier 10% Steuern sind auf inländische Einkünfte. Ausländische Einkünfte müssen gar nicht versteuert werden. Die Umsatzsteuer liegt zwischen 5-10%, bei uns 7-21% in Deutschland. Das heißt, Paraguay hat eine der niedrigsten Umsatzsteuern weltweit und hat auch keine Vermögenssteuer und keine Lohnsteuer. Also Steuer ist ein Thema, das, ich glaube, vor allem immer wieder Menschen hierher führt, weil dieses Thema des Steuern ein Thema ist, das gerade Selbstständige und Unternehmer immer wieder oder immer mehr ins Überlegen bringt, vor allem wenn sie dann anfangen, mehr zu verdienen. Und ja, da ist Paraguay natürlich ein Land, das hier für sich spricht sozusagen. Es ist zum Zweiten, warum viele hierher kommen, ist, weil es ein sehr freiheitsliebendes Volk ist. Also Menschen, die gerne ihre Freiheit haben, die ein freieres Leben führen wollen, die auch gerne so auch in der Natur leben wollen, auch einfach frei sein wollen, das ist, da ist Paraguay halt auch ein Land der Wahl. Das ist auch in diesem Zusammenhang mit Corona ganz interessant, denn es gibt hier ganz bestimmte Regeln und Maßnahmen, wenn man gegen bestimmte Vorschriften verstößt. Aber der der Oberchef von der Polizei hat auf jeden Fall ganz klar gesagt, die Polizei ist nicht dafür da, Corona-Maßnahmen zu kontrollieren und da was einzufordern. Also siehst du, es ist ein ganz anderes Denken oft. Dann das Dritte ist, warum viele Menschen auch hierher kommen. Paraguay ist ein Land, wo es relativ einfach ist, einzureisen. Du kennst es vielleicht von verschiedenen anderen Ländern, da gibt es viele Bestimmungen und auch ja in Costa Rica, wenn ich es richtig im Kopf habe, sind es glaube ich 50.000 Euro, die man erstmal mitbringen muss. In vielen anderen Ländern muss man auch so und so viel Geld mitbringen, damit man überhaupt einwandern kann. Paraguay hat sozusagen eine Cédula, nennt sich das, ein Aufenthaltsrecht, kann man vielleicht so sagen. Das bedeutet, dass man, wenn man hier das beantragt, 10 Jahre hier leben kann, aber nicht muss. Und das finde ich sehr, sehr spannend. Denn ich habe Freunde, die zum Beispiel in Dubai sich niedergelassen haben mit ihrem Unternehmertum. Und Dubai ist natürlich steuermäßig auch sehr interessant, weil auch 0% Steuer auch für die ausländischen Einkünfte. Allerdings einmal im halben Jahr muss man dort sein. Und gerade zu Zeiten, wie wir sie im Moment haben, ist es durchaus herausfordernd. Kann man überhaupt ziehen oder geht es gar nicht? Ja? In Paraguay, wenn man diese Cédula beantragt hat und bekommen hat, gilt die für 10 Jahre. Dann das Klima. Das ist auch so etwas, was für viele für Paraguay spricht, denn das ist, ich sage mal, 95 von 100 Tagen sind einfach schön. Wenn es hier allerdings regnet, regnet es heftig, dann ist es, haben wir uns sagen lassen, so richtige Sturzbäche. Wir haben es jetzt noch nicht erlebt, aber die schon länger da sind, haben das erzählt. Es ist allerdings im Winter selten richtig kalt. Meistens, wie gesagt, so um die 22 Grad und im Sommer zwar heiß, aber es geht in der Regel auch, zumindest auf dem Land, in Asunción selber, in der Stadt ist es natürlich immer anders, auch ein Wind, und es ist auch erfrischend. So, was ist noch ein Grund? Ja, es gibt hier keine Naturkatastrophen. Es ist politisch sehr stabil. Für diejenigen, die gerne auch
Fleisch essen. 43% des Weltbedarfs an Rindfleisch wird hier produziert. Da wird ganz viel Viehzucht gemacht. Und es ist von der Entwicklung her, was die Ressourcen betrifft, was die das Bruttoinlandsprodukt betrifft, da hat sich in den letzten Jahren unglaublich viel getan. Und das ist vielleicht auch für manche ein Grund. Es ist auch reich an diesen natürlichen Ressourcen, das hatte ich schon erwähnt. Und von denen, die jetzt schon länger da sind, die haben uns erzählt, dass sich die Entwicklung ist unwahrscheinlich in den letzten Jahren. 2013 hat Paraguay mit 14,5% das stärkste Wachstum beim Bruttoinlandsprodukt gehabt in ganz Lateinamerika und hat mit durchschnittlich 26 Jahren die jüngste Bevölkerung. Ja, was die Banken betrifft, das ist hier ein bisschen anders, da kennen wir uns noch nicht ganz so gut aus. Ich weiß nur so viel jetzt schon, dass es diese Kooperativas gibt und da sind tatsächlich auch noch Zinsen, die ausbezahlt werden und einfach ja ganz anders aufgestellt. Man kann hier sehr, sehr günstig leben. Das ist für viele auch ein Grund. Das heißt, die Lebenshaltung kostet, wenn du zum Beispiel in Berlin 2000 Euro zur Verfügung hättest und mit dem gleichen Lebensstandard hier in Paraguay leben würdest, dann sind es hier so ungefähr 820 Euro, die du hier bräuchtest. Also auch einfach viel günstiger. Und es hat auch eine zentrale Lage. Paraguay liegt ja sozusagen in der Mitte von Brasilien, Argentinien, Bolivien und ja, das spricht für viele dafür. Wenn du schon in Paraguay wohnst, schreib gern in den Kommentar rein, warum bist du hierher ausgewandert? Und wenn du liebäugelst mit Paraguay, schreib gerne auch rein, warum, was ist es bei dir, was dich reizt an Paraguay? Warum möchtest du hier sein? Für das Auswandern, ich habe gesagt, das dritte ist, und was brauchst du denn da dafür für diese Cedula? Und das ist an sich relativ einfach. Es braucht ein Führungszeugnis, eine Geburtsurkunde, eine Heiratsurkunde, überbeglaubigt. Und es macht Sinn, dass du dir einen guten Einwanderungshelfer oder eine gute Einwanderungshelferin suchst, die dich da unterstützt in der Übersetzung und in dem Abwickeln des Ganzen. Aber ansonsten braucht's nicht viel. Wenn du kein Studium hast, gilt's eine Kaution zu hinterlegen. Das ist, glaube ich, im Moment um die 3000 Euro, wenn ich's richtig im Kopf habe. Die kriegst du aber wieder zurück, wenn du die Cedula bekommst. Ja, Auswandern nach Paraguay. Für manche ein Thema. Ich habe Auswandern bisher immer in Verbindung gesehen mit tatsächlich von einem eigenen Land weg in ein anderes Fest zu gehen. Das ist etwas, was ich mir schwer vorstellen kann und wo ich aber erlebe hier, dass es für viele wirklich ja genau das ist. Sie haben sich, sind hier angekommen, haben sich in das Land verliebt und gesagt, das ist es und hier bleibe ich. Manche sind öfter gekommen, haben dann festgestellt, das ist einfach das, wo ich leben will. Und für viele ist allerdings Auswandern auch einfach nur mal ein oder zwei Jahre, einfach hier zu sein. Für uns ist es auch so, dass wir jetzt einfach mal länger hier sein werden. Wir waren ja in Thailand schon 6 Monate, wir waren in Sizilien 9 Monate und wir werden hier einfach länger sein und bleiben. Und mein Mann ist ja so, dass er inzwischen sagt, er mag es gern im Winter, ist Deutschland ihm ja zu nebelig, zu nass, zu kalt. Er hat es lieber warm, er ist lieber immer draußen. Ich bin ja auch jemand, der total gerne draußen ist. Im Sommer ist Deutschland einfach schön. Aktuell ist die Situation halt schlicht und ergreifend etwas herausfordernd. Von daher werden wir sehen, wie sich die Dinge entwickeln. Aber Auswandern nach Paraguay ist etwas, das nicht nur viele im Moment sich überlegen, sondern es, ob kurz oder lang oder ganz, wie auch immer, eine Option, die man sich auf jeden Fall gut überlegen sollte. Also ich persönlich glaube, dass es Sinn macht, in einem Land erstmal ein bisschen zu wohnen, bevor man sich entscheidet, da ganz zu leben. Das ist aber nur meine persönliche Meinung. Jeder ist unterschiedlich unterwegs und für manche mag es vielleicht genau richtig sein zu sagen, okay, ich mache einfach den Schnitt und gehe jetzt und starte komplett neu. Ich persönlich lebe lieber ein Weilchen dort, um zu sehen, ist das überhaupt tatsächlich dann so, wie es in den ersten Wochen den Eindruck macht. Denn wo Urlaub machen oder wo ein paar Wochen oder Monate sein, ist ja ein Unterschied
zum wirklich Leben in einem Land. Ja, Auswandern, ein Thema, das vor vielen Jahren in meinem Fokus gar nicht vorkam. Ein Thema, mit dem wir immer mehr konfrontiert werden, wo ich immer mehr Menschen kenne, die aus unterschiedlichsten Gründen jetzt ja diesen Schritt getan haben. In verschiedenen Ländern, aber jetzt vor allem hier nach Paraguay auch. Und ich nehme dich auf jeden Fall mit auf das, was wir hier so in den nächsten Wochen und Monaten erleben. Ich bin schon sehr, sehr gespannt. Wir werden auf jeden Fall von Asunción raus ein bisschen mehr aufs Land gehen, weil das ist einfach mehr meins. Und ich freue mich auf die vielen Begegnungen und auf die vielen Menschen, die ich hier auch neu kennenlerne. Und ich mag jeden unterstützen und stärken. Informier dich, bevor du diesen Schritt tust. Tu ihn, wenn du es spürst, es ist dran, mach es. Aber informier dich vorab. Denn das ist wichtig, dass du dich und deine Familie, wenn du mit deiner Familie kommst, dass du dich wohlfühlst. Paraguay ist ein Land, wo man sich absolut wohlfühlen kann. Paraguay ist ein Land, wo unglaublich viel auch möglich ist. Und Paraguay ist ein Land, das mich erstmal wirklich überrascht hat. Ich schicke dir jedenfalls ganz liebe Grüße und freue mich, von dir zu hören. Wenn dir der Kanal gefällt, abonniere ihn gerne. Teile es vielleicht auch gerne mit deinen Freunden. Ich wünsche dir jedenfalls einen traumhaft schönen Tag, ein glückliches, erfülltes und auch freies Leben. Deine Amata. Ganz lieben Dank, dass du heute wieder bei Amatas Erfolgspodcast dabei warst. Alle wichtigen Infos zum Podcast findest du unter amatabayal.de. Sind dir Werte wichtig? Dann zeigt dir Amata gern, wie du Freiheit, Fülle und wahren Reichtum in dein Leben ziehen kannst. Hol dir ihre Anregungen, Inspirationen und buche direkt ein kostenfreies Gespräch. Zu guter Letzt, denke immer daran, ob du glaubst, du schaffst es oder ob du glaubst, du schaffst es nicht. In beiden Fällen hast du recht. Bis zum nächsten Mal bei Amatas Erfolgspodcast.